Guten Morgen und herzlich willkommen zum Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Sendung vom Frankfurter Börsenparkett, von Ihrer ARD-Finanzredaktion rund um Wirtschaft, Politik und das liebe Geld. Diese Themen greifen eng ineinander und gerade in Krisen wird das deutlich, wie beispielsweise in diesem Ukraine-Krieg, der ja auch nicht nur mit konventionellen Waffen geführt wird, sondern auch in der Wirtschaft tobt und dort zu ziemlichen Verwerfungen führt. Seit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine hat die internationale Gemeinschaft Russland mit weiteren Sanktionen überzogen. Russland ist jetzt das am meisten sanktionierte Land der Welt. Über 5.100 Einzelsanktionen sind verhängt worden. Die einen wiegen schwerer, die anderen weniger schwer. Besonders schwer wiegt sicherlich der Ausschluss vieler russischen Banken vom Zahlungssystem SWIFT. Auch die eingefrorenen Währungsreserven der Notenbank machen natürlich zu schaffen. Privatvermögen wurden eingefroren und der Luftverkehr wurde eingeschränkt. Russische Maschinen dürfen außerhalb Russlands fast nicht mehr landen. Außerdem gibt es Exportembargos von wichtiger Technologie und viele Unternehmen haben ihre Geschäftsbeziehungen ausgesetzt, darunter die deutschen Automobilhersteller, aber auch viele Supermarktketten und Technologieunternehmen und in den USA, zum Beispiel der Streamingdienst Netflix, der nicht mehr sendet in Russland und McDonald's verkauft dort keine Hamburger mehr. Wie stark wirken diese Sanktionen und sind sie wirklich geeignet, für Frieden wieder zu sorgen? Diese Frage beschäftigt natürlich die Vertreter der Wirtschaft. Diese Frage beschäftigt an den Finanzmärkten und in der Politik. Deshalb die Frage an Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Wie schätzen Sie diese Sanktionsspirale ein? Wirkt das schon? Das wirkt jetzt schon und das wirkt sehr kurzfristig in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten und je nach Fortgang der politischen Auseinandersetzung auch in den nächsten Jahren. Das wird dazu führen, dass das Handelsvolumen Russlands mit dem Ausland stark nach unten geht. Das hat natürlich negative Effekte für alle Beteiligten. Eine Maschine, die nicht verkauft wird, schädigt sozusagen den Käufer genauso auch wie den Verkäufer. Der Unterschied ist, dass beispielsweise im Verkehr mit dem Westen, mit den westlichen Ländern, sich diese Schäden bei den Verkäufern auf eine viel, viel größere Volkswirtschaft verteilt. Die Europäische Union ist etwa 10-mal so groß wie die russische. Und deswegen sind die Effekte in Russland sehr, sehr viel stärker spürbar. Nicht umsonst rechnen wir in Russland mit einer Rezession von -5 bis -15%. Das sind Größenordnungen wie in der Corona-Zeit. Mit dem Unterschied, dass die Aussichten auf Besserung eben nicht da sind. Weil solange die Sanktionen bestehen bleiben, wird es eben schwierig. Es ist ja so, dass auch Technologie eben nicht mehr transferiert wird, nicht mehr geliefert wird. Jetzt gibt es Schätzungen, dass man sagt, das wird mittelfristig die russische Wirtschaft ziemlich hart treffen. Um ein Beispiel rauszuziehen, wenn keine Flugzeugteile mehr geliefert werden, könnte das passieren, dass in absehbarer Zeit die halbe russische Flotte am Boden bleiben muss. Das sind ja schon ernste Folgen dann. Richtig, das sind dann die Folgen, die über die reinen Zahlen hinaus dann greifbar werden für das tägliche Leben der russischen Konsumenten. Russland hat es eben versäumt, in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine eigene technologische Entwicklung voranzubringen. Man hat da als Geschäftsmodell mehr oder weniger den Verkauf von Rohstoffen und auf der anderen Seite den Konsum der Erlöse gewählt. Das ist ein markanter Unterschied zu beispielsweise China. Und deswegen bleibt Russland in den nächsten Monaten und Jahren dann ausschließlich die Hinwendung zu Märkten, die eben noch offen sind. Und das ist natürlich auch zu erwarten, dass der Austausch mit China stark wird. Wie stark allerdings China wiederum an einer so engen Partnerschaft mit Russland interessiert ist, das steht auch dahin, denn da gibt es auch eine ganze Reihe von Nachteilen. Gibt es denn die technischen Möglichkeiten, dass China da in die Bresche springt? Also China ist ja alles andere als nur noch eine verlängerte Werkbank dieser Welt. Die bauen selber Chips, die stellen selber Computer her. Also könnten sie das doch eventuell kompensieren, oder? Unbedingt. Also China ist in vielen Bereichen technologisch sehr weit vorangeschritten. Das wird nicht
jede Lücke ersetzen, denn in einigen Branchen, in einigen Sektoren sind die chinesischen Entwicklungen eben doch noch nicht so weit. Aber diese Umorientierung wird stattfinden. Das ist ähnlich wie auch in den westlichen Marktwirtschaften, die jetzt verzichten müssen von heute auf morgen auf die Rohstoffe aus Russland. Und diese Umstellung lässt sich eben nicht sofort bewältigen. Deswegen sind ja auch hier die Anpassungsprobleme vorhanden. Und Ähnliches ist in Russland auch zu erwarten, dass die Umorientierung der Wirtschaft Richtung neuer technologischer Standards beispielsweise nach China auch stattfindet und in gewisser Weise die Dinge abmildert. Da ist die Frage, wie stark wird China politisch diese Partnerschaft voranbringen? Wie stark wird China meinen, in die Bresche springen zu können? Denn das wird natürlich erhebliche Konflikte auch wiederum mit dem Westen hervorrufen. Sie haben eben die Bedeutung des Konsums in Russland hervorgehoben. Wenn jetzt keine französischen Handtaschen mehr in St. Petersburg und Moskau zu kaufen sind, wenn die Menschen dort nicht mehr den Burger essen können, den sie vielleicht gewohnt sind, ist das eine scharfe Sanktion? Sind das Nadelstiche? Ist das eine Psychologie? Wie schätzen Sie die psychologische Wirkung solcher Sanktionen ein? Nein, es ist schon allumfassend. Also es geht, Sie haben es gerade gesagt, um einzelne Produkte, aber es geht auch um einen Preisschock, der alles betrifft. Der Abwertung des russischen Rubels führt zu zweistelligen Inflationsraten in Russland für den russischen Konsumenten. Das heißt, er wird in seinen Möglichkeiten sehr stark beschränkt. Aber es ist so, das wissen wir ja auch, dass die russische Regierung diese Entwicklung nahtlos einbauen wird in ihre Sicht der Welt, nach der sie eben berechtigte außenpolitische Interessen haben, die vom Westen nicht anerkannt werden und der Westen Russland stranguliert. Inwieweit das bei der russischen Bevölkerung durchgeht oder inwieweit man der russischen Bevölkerung auch mal die Gelegenheit gibt, die andere Seite wenigstens anzuhören in den Medien, das steht dahin. Das heißt, die politischen Folgen sind natürlich nicht abschätzbar, aber die ökonomischen Spürbarkeiten, die sind ganz enorm. Wird das zu Unruhe in der Bevölkerung führen? Es ist ja immer wieder auch von unseren Korrespondenten in Moskau zu hören gewesen, dass es zwar Proteste gibt in Russland, aber die Lust, das System zu stürzen, nicht gerade ausgeprägt ist. Ja, das ist eine Einschätzung für die Politologen, für die Kenner der russischen Gesellschaft. Es ist richtig, dass dieser Gesellschaft auch in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von Zumutungen auferlegt worden sind. Es gab beispielsweise schon vor dem Ukraine-Krieg im letzten Jahr einen politisch gewollten Bann gegen bestimmte Lebensmittel aus den westlichen Ländern, um die eigene Lebensmittelproduktion nach vorne zu bringen. Auch da gab es Proteste in der Bevölkerung, dass eben der französische Käse nicht mehr verfügbar war. Aber die Mobilisierungsfähigkeit war doch begrenzt und das muss man schlichtweg abwarten. Jetzt hat man es tatsächlich mit noch deutlich substanzielleren Einschränkungen zu tun und das über eine längere Zeit. Als passionierter Schachspieler denkt Putin bestimmt 1 bis 2 Züge voraus. Er hat ja sehr viele Sanktionen auch schon vorausgesehen. Mit welchen Reaktionen rechnen Sie? Was könnte nun kommen? Wie könnte sich diese Sanktionsspirale weiter drehen? Nun, wir haben die ersten Andeutungen ja bereits erfahren. Zurzeit sind die Sanktionen sehr, sehr weit gegangen, weiter als die russische Führung das vor dem Krieg wahrscheinlich einbezogen hat. Aber wir haben immer noch einige Bereiche, die geöffnet sind. Es gibt immer noch einen Tausch von Rohstoffen aus Russland gegen Geld. Dafür gibt es Ausnahmen bei diesen Sanktionen. Selbst wenn die Rohstoffbezüge aus den westlichen Ländern nach unten gefahren werden sollen, in wirtschaftsverträglichem Ausmaß. Aber das ist natürlich noch eine weitere Möglichkeit der Sanktionierung, dass die Rohstoffzufuhr von Russland gänzlich gestoppt wird. Das hätte hier dann noch mal stärkere Preissteigerungen und auch noch stärkere Konjunkturdämpfung zur Folge. Aber es bleibt dabei, die westlichen Marktwirtschaften werden sich in den nächsten Jahren umorientieren. Marktwirtschaften sind dafür sehr gut geeignet. Sie können das sehr schnell bewältigen. Natürlich nicht von heute auf morgen, aber das wird der Weg sein. Und Russland muss sein Wirtschaftsmodell umstellen, wenn in irgendeiner Weise der Lebensstandard auch nur halbwegs gehalten werden soll. Vielen Dank, Dr. Ulrich Carter, für die Einschätzungen, wie wirksam Sanktionen sein können. Ja, und es ist angesprochen worden, es geht natürlich darum, dass man jetzt nun auch diskutiert, welche Sanktionen als nächstes folgen könnten. Und da ist ganz stark in der Diskussion, dass man Russland den Ölhahn abdrehen könnte.
Oder aber, dass es von der anderen Seite her kommt, dass Russland sagt, gut, dann liefern wir kein Öl und Gas mehr. Eine Diskussion, die ziemlich vehement geführt wird, auch innerhalb der Europäischen Union. Es gibt Stimmen, die fordern, dass schnellstmöglich dieses Schwert gezückt wird. Auf der anderen Seite hört man aber auch Stimmen, vor allen Dingen aus Deutschland, die sich dagegen aussprechen. Die sagen, die Rohstoffe müssen weiter fließen. Der Blick auf die Zapfsäulen sagt ihnen, warum. Benzin und Diesel haben sich oberhalb der 2-Euro-Marke je Liter etabliert. Es schaudert also die Konsumentinnen und den Konsumenten nicht nur beim Tanken, sondern auch beim Einkauf im Supermarkt. Denn auch dort sind Waren und Güter erheblich teurer geworden. Es geht aber um mehr als nur ums Öl. Trotzdem erst einmal die Einstiegsfrage an die Energieexpertin der DK Bank, Gabriele Wiedmann. Frau Wiedmann, wenn der Ölhahn abgedreht wird, wenn kein Öl aus Russland mehr kommt, wenn kein Gas mehr strömt, wie schnell kann man das kompensieren in Deutschland? Ist das überhaupt auszuhalten? Im Augenblick ist es auszuhalten, ganz besonders bei Gas. Da haben wir noch viele Vorräte. Auch Öl ist ja noch da. Aber das Problem ist, Rohöl, das können wir auch aus anderen Quellen relativ schnell herbeischaffen in Deutschland. Mit dem Gas wird es schwierig. Unsere Gasspeicher sind jetzt noch einigermaßen voll. Das kann noch eine Weile reichen fürs Heizen bei den Privaten, für die Produktion bei den Unternehmen, für die Produktion von Strom. Aber irgendwann im Laufe dieses Jahres brauchen wir wieder neues Gas, neue Lieferungen, damit es im nächsten Winter nicht kalt bleibt bei uns. Und deshalb bringt man ja auch das sogenannte Flüssiggas ins Spiel. Dabei hat sich dann wirklich herausgestellt, wie abhängig sich Deutschland von russischen Lieferungen gemacht hat. Denn es gibt in Deutschland bislang kein einziges Terminal, wo diese Schiffe anlanden könnten und das Gas liefern könnten. Das versucht man jetzt nachzuholen. Wie schnell kriegt man das hin? Das geht Monate. Man kann es im Augenblick noch nicht abschätzen. Es kann aber schon sein, dass wir das erst nächstes Jahr schaffen, dass wir in Deutschland dann dieses flüssige Gas auch tatsächlich in Empfang nehmen können. Es gibt immer Umwege, aber die sind teuer. Und überhaupt ist es auch viel teurer, wenn wir jetzt dieses LNG, dieses flüssige Gas dann bei uns verwenden. Wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Zeit dieser billigen Rohstoffe, dass die vorbei ist. Das war eine goldene Zeit, wenn wir es so nehmen wollen. Aber es wird schwieriger, zunächst mal mit den Lieferproblemen und im nächsten Schritt dann aber auch mit den Kosten. Ich habe es eingangs gesagt, es geht ja nicht ums Öl. An den Energiemärkten, an den Rohstoffmärkten gibt es heftige Schwankungen, heftige Verwerfungen. Russland ist wichtiger Rohstofflieferant. Welche Rohstoffe sind denn noch betroffen und welche Branchen betrifft das? Wenn man es mal ganz grob nimmt, dann ist für uns Russland wichtig in Sachen Rohstoffen, in Sachen Mobilität, in Sachen Wärme und Strom. Und wenn wir gerade über die Mobilität sprechen, da ist es nicht nur das Erdöl oder das Gas, das uns vorwärts bringt, sowohl über direkte Treibstoffe als auch über die Stromproduktion, man denke nur an die Bahn, sondern sind auch solche Dinge wie beispielsweise Kobalt oder Zink, das in die Batterien reingeht und dann noch zusätzlich Palladium, Platin, was bei den Verbrennermotoren noch für die Katalysatoren benötigt wird. Also das sind so viele kleine Bausteinchen, die alle dazu führen, dass wir teurer Auto fahren werden, dass wir teurer Strom produzieren werden und dass wir möglicherweise im Laufe der nächsten Monate zwischendurch mal Knappheit haben und uns ein bisschen zurückhalten müssen. Diese Rohstoffe gibt es ja nicht nur in Russland, auch in anderen Ländern. Ist denn da überhaupt eine Möglichkeit da, für deutsche Unternehmen Fuß zu fassen und andere Lieferverträge abzuschließen? Weil auch die Lieferländer, die ja diese Rohstoffe abbauen, außerhalb Russlands, haben ja ihre Kunden. Zum Glück haben die letzten Jahre gezeigt, wir haben es ja damals in der Krim-Krise auch gesehen, es gibt immer die Möglichkeit der Umorientierung. Und ja, die Produktion ist weltweit schon verplant, aber man kann immer auch mehr produzieren. Jetzt im Augenblick ist der Anreiz ja da, weil die Preise höher sind. Die Länder können mehr produzieren, das geht zum Teil recht zügig. Aber es wird dann teurer, wenn man sich umorientieren muss auf neue Lieferanten. Die sind nicht bereit jetzt zu den alten niedrigen Preisen und gerade auch zu den niedrigen Preisen, wo wir es aus Russland bezogen haben, anzubieten. Aber das Beruhigende ist wirklich, es gibt gewissermaßen von allem genug auf der Welt. Man muss es nur dann wieder neu beschaffen. Das braucht seine Zeit und allein die Transportkosten. Also es läuft alles darauf raus, es wird teurer.
In der Automobilindustrie gibt es schon Stimmen, die warnen und sagen, das klassische Automobil, das klassische Familienauto droht unerschwinglich zu werden. Können Sie diese Befürchtungen nachvollziehen? Kurzfristig kann es schon ein bisschen schwierig werden. Mittelfristig, da bin ich gelassen, das zeigt auch meine Erfahrung. Es gibt immer wieder Wege, man produziert effizienter, man findet wieder neue Ideen, welche neuen Rohstoffe, neu entdeckten Rohstoffe man einbauen kann. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das wird nicht so schlimm, wie man es jetzt manchmal ausmalt. Es wird anders. Und man wird sich umstellen müssen. Ich bin wirklich gespannt. Ich vertraue da auch auf den technischen Fortschritt, was unsere Ingenieure, unsere Techniker da wieder Neues entdecken und erfinden. Wer weiß, wie das Auto und die Mobilität der Zukunft aussieht. Es ist natürlich klar, dass die Forschung jetzt auch noch mal verstärkt in einen Wettlauf eintritt und eben eine Initiative startet, um das Ganze schnell zu kompensieren. Eine andere Baustelle bei den Rohstoffen ist das Gold. Auch das hat ja lange erst einmal brachgelegen. Es hat sich nicht viel getan, obwohl als Krisenmetall ja Gold einen hohen Ruf hat, als Krisenwährung auch. Jetzt sind die Goldpreise ziemlich stark angestiegen in Richtung Rekord. Wie schätzen Sie die aktuelle Entwicklung ein? Das ist ja auch was Interessantes, wenn wir auf Russland schauen. Russland ist einer der größten Goldproduzenten auf der Welt. Das heißt, wir hatten jetzt einen steilen Anstieg des Goldpreises. Einerseits diese berühmte Flucht in Sicherheit, wo die Menschen sagen, wenn jetzt alles kaputt geht, dann können wir immer noch mit den Goldklumpen und Goldmünzen etwas eintauschen. Diese alte Kriegserfahrung auch. Aber das Zweite ist, möglicherweise wird es in Zukunft knapp, weil die russische Goldproduktion für einen großen Teil der Welt wegfällt, weil sie boykottieren sich gegenseitig. Und diese beiden Dinge, die sind jetzt hochgekocht, ganz kräftig. Auch da zeigt die Erfahrung, im Laufe der Monate nivelliert sich das dann wieder. Zum einen, hoffentlich wird der Krieg bald enden, dass bald wieder Frieden ist. Das heißt, da geht die Unsicherheit raus. Es sind Gewöhnungseffekte. Also dann geht man auch wieder rein ins Risiko, raus aus dem Gold. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn Zinsen ansteigen, wird Gold unattraktiver. Gold wirft ja keine laufenden Erträge ab. Und jetzt im Augenblick steigen ja die Renditen schon wieder kräftig, auch in Deutschland für die Bundrenditen. Und die US-Renditen. Und das drückt auf den Goldpreis. Also zunächst mal noch hohe Goldpreise, aber mittelfristig wird der Goldpreis schon wieder etwas moderater werden. Trotzdem die Frage, Russland ist ja mit über die Zentralbank vom internationalen Finanzsystem abgeschottet, kommt an die eigenen Reserven nicht ran. Wenn man auf so viel Gold sitzt, ist es ja nur eine folgerichtige Idee, das vielleicht für sich selbst zu verwenden. Verpuffen dann die ganzen Sanktionen, wenn Russland dann eben in Gold zahlt? Russland kann theoretisch in Gold zahlen, aber die Frage ist dann wieder, wer tauscht dieses Geld gegen welche Währung ein und mit welcher Währung kann ich dann wieder was kaufen? Das sind ja die weltweiten westlich orientierten Staaten sind da schon auch sehr aktiv, dass sie aufpassen, wo kommt welches Geld her, was kann wer kaufen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Übrigens, das sind auch die Kryptowährungen, die einen Verdacht, dass man über die umgehen kann. Man ist aufmerksam, man ist alert. Das ist das eine, aber das andere ist auch tatsächlich, Russland hat ja deshalb einen Teil seiner Goldreserven auch auf Vorrat gelegt, um da flexibler zu sein. Und Mittel und Wege, irgendwas zu beschaffen, gibt es immer. Im russischen Fall ist es aber, glaube ich, schon im Augenblick sehr kompliziert, weil alle sehr aufpassen. Danke für diese Einblicke, Gabriele Wiedmann, Rohstoffexpertin von der DK Bank. Ja, und in der Tat überlegt man jetzt, wie wirken diese Sanktionen, wie wird in Zukunft weiter bezahlt, welchen technologischen Fortschritt kann man wagen. Und es wächst die Angst in der deutschen Wirtschaft, dass die Sanktionen eben auch auf die deutsche Wirtschaft zurückfallen. Es hat da gestern eine Umfrage gegeben, die relativ deutlich zeigt, die Furcht unter den Unternehmen wächst. 5% aller deutschen Unternehmen fürchten inzwischen starke Auswirkungen der Sanktionen auch für die eigene Wirtschaft. Die Angst ist natürlich immer noch stark bei 26% der Unternehmen, aber immerhin noch 35% der Unternehmen sagen, gut, diese Sanktionen, die betreffen uns hier kaum. Das ist natürlich tröstlich für die Wirtschaft und damit auch für die Börse, wo ja dann die Gewinne der Wirtschaft in die Kurse eingearbeitet werden. Oliver Roth vom Bankhaus Otto BHF, dort verantwortlich für die Aktienstrategie, die Aktienentscheidungen. Wie stark, glauben Sie, werden diese Sanktionen hier uns wieder auf die Füße fallen?
Also Sie werden uns auf jeden Fall auf die Füße fallen. In der Tat, wie stark, das kann derzeit überhaupt keiner einschätzen. Wir haben ja allein das Thema Öl und Gas aktuell, das ja ganz hart diskutiert wird, unter anderem gerade beim EU-Treffen in Paris. Das ist noch nicht absehbar, weil wir erstmal abwarten müssen, welche Sanktionen werden wir denn schlussendlich dann auffahren müssen, um noch mehr Druck aufzubauen. Welche können wir denn überhaupt aufbauen von der sanktionellen Seite her? Denn man ist ja sich sicherlich einig, aktuell zumindest mal auf der politischen Seite, dass wir nicht den Gashahn und den Ölhahn zumachen können gegenüber den Russen. Und deswegen ist das eben eine große Unsicherheit für die Wirtschaft, aber eben auch für die Börse. Und das sieht man eben auch an den großen Schwankungen, die wir derzeit in der Bepreisung der Aktien hier an der Börse sehen. Es ist eine turbulente Woche, die heute endet. Die Europäische Zentralbank hat gestern getagt und, kleines Überraschungsmoment, bekannt gegeben, stärker als erwartet Gas zu geben, die Zinsen anzuheben und eben auch die Zügel zu straffen. Wie stark wirkt das auf die Finanzmärkte? Im Moment ist es tatsächlich nicht das wesentliche Thema. Natürlich ist der Krieg, die Sanktionen, die wir gerade besprochen haben, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, das wesentliche Thema. Und die Börse ist schon sehr kurzsichtig. Also die fahren immer auf Sicht. Deswegen ist das das aktuelle Thema. Und man hat es gar nicht so sehr auf der Uhr gehabt, was die EZB macht. Dennoch muss man festhalten, dass die EZB jetzt die Bekämpfung der Inflation noch mal betont hat, noch mal hervorgehoben hat, weil sie eben mit dem früheren Ende der Anleiheaufkaufprogramme eben die Möglichkeit hat, eben auch die kurzfristigen Zinsen, also die Leitzinsen, die wir als Bürger letztendlich auch hauptsächlich sehen, eben anheben zu können. Und das ist letztendlich eine klare Aussage dahin, dass man konzentriert eben sich auf die Inflation hauptsächlich konzentriert von Seiten der EZB und nicht so sehr aktuell eben das Thema Wirtschaft beispielsweise und wirtschaftliche Auswirkungen, sprich beispielsweise eine Wirtschaftskrise an erster Stelle sieht. Die EZB ist ja so hin und her gerissen zwischen Baum und Borke. Es hieß immer, sie kümmert sich entweder um die Inflation oder um die Wirtschaft. Bisher hieß es immer um die Wirtschaft, die hat Priorität. War das ein Paradigmenwechsel? Das glaube ich in der Tat nicht. Ich glaube in der Tat, der Paradigmenwechsel hat vor knapp über zehn Jahren stattgefunden in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Da hat die EZB, die eigentlich eher immer auf Geldwertstabilität Wert gelegt hat, eben sich der Wirtschaft angenähert. Hauptsächlich die Wirtschaft läuft, wichtig eben auch die Finanzmärkte laufen. Und deswegen waren wir geldpolitisch eigentlich schon seit über 10 Jahren im Krisenmodus. Das rächt sich jetzt, weil wir eben, wenn man so will, deutlich weniger Pfeile im Köcher haben, um eben die Inflation jetzt zu bekämpfen und gleichzeitig aber auch die Wirtschaft nicht abzuschnüren. Das heißt, wenn man ehrlich ist, muss man abwarten, wie wirken sich die Sanktionen aus, wie stark wird die Wirtschaft dadurch gebremst, kommen wir eventuell in eine Krise, und das muss die EZB dann letztendlich gegenüber der Inflationsbekämpfung gegenüberstellen, und da ist sie in einem Dilemma, um die ich sie derzeit nicht beneide. Wird denn die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleiten? Auch klar, Glaskugel, kann aber tatsächlich, muss man ganz ehrlich sein, passieren. Dann, wenn der Krieg in der Ukraine weitergeht, dann glaube ich, wird der Druck noch mal größer auf die Regierung, tatsächlich am Öl und am Gashahn gegenüber den Russen zu drehen, und zwar zuzudrehen. Und wenn das passiert, dann werden wir wirklich in eine wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Situation geraten. Allerdings, wie gesagt, ist das ein Stück weit eben Glaskugelleserei, denn wir wissen nicht, was passiert. Man kann nur versuchen, mit möglichsten Wahrscheinlichkeiten, mit einem Risikomanagement in diese Entscheidung zu gehen, aber auch darum beneide ich derzeit die Regierung nicht. Ich kann Ihnen die Glaskugel nicht ersparen. Womit beschäftigen Sie sich denn in der kommenden Woche? Definitiv mit den gleichen Themen, die wir diese Woche hatten, nämlich hauptsächlich mit dem Krieg in der Ukraine, mit möglichen Sanktionen, mit möglichen Auswirkungen eben dann eben auch nachhaltig auf die Wirtschaft, auf die deutsche Wirtschaft, auf Arbeitsplätze. Und das wird das Hauptthema sein. Also sobald allerdings, sage ich mal, eine Deeskalation in der Ukraine eben erkennbar ist, was wir natürlich alle hoffen und dass das bald passiert, dann wird das Thema, das wir gerade besprochen haben, Inflation, Bekämpfung der Inflation und wirtschaftlichen Nachfolgen dieser Krise, das Hauptthema. Das heißt, wir werden eine sehr unruhige Zeit verleben in den nächsten Monaten. Innerhalb der Corona-Krise hat man ja gesagt, die deutsche Wirtschaft ist ziemlich fest in sich, sehr stabil. Steht dieses Urteil immer noch, auch jetzt im Auge der Ukraine-Krise? Also man muss sagen, wir haben schon ein Stück weit, was die Erwartungen angeht, noch ein bisschen Speck dran. Also wir hatten nach Erholung aus Corona ja erwartet weit über 3%. 3,2% war mal die Erwartung. Das heißt, wir haben da tatsächlich noch Speck dran für die deutsche Wirtschaft, für die konjunkturelle Entwicklung. Allerdings kann sich das relativ schnell eben auch in so einer Sondersituation, in einer solchen Krise, wie wir sie in Europa eben noch nie wirklich hatten, seit wir eben hier am Leben sind. Die Vorgängergeneration hatten das leider schon mal.
Und das ist eine Sondersituation. Und da kann man tatsächlich nicht ganz voraussehen, wie lang diese Speckgürtel, den die Deutschen haben, eben auch reicht. Es bleibt also bei der Devise, fahren auf Sicht und ein wenig stochern im Nebel. Vielen Dank, Oliver Roth, für diese Einschätzungen. Ja, und wir blicken noch einmal kurz auf den deutschen Aktienindex, wie der sich in Richtung Wochenende verabschiedet. Am Ende einer turbulenten Woche gibt es noch mal 28 Pluspunkte, also ein minimales Plus bei 13.470. Minimales Plus bedeutet maximale Unsicherheit, die man sich in Wirtschaft, Politik und bei den Finanzen in diesen Zeiten nicht ersparen kann. Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut.